Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney's Dreamlight Valley. Nach langer Abstinenz, es gab ein Update, ich war dann leider eine ganze Weile krank und konnte nichts machen. Man hört es auch noch ein bisschen an meiner Stimme leider. Bin ich jetzt endlich wieder so weit, dass ich aufnehmen kann, und ich habe jetzt auch im Angebot Rift in Time, heißt es, glaube ich, geholt. Das heißt, ihr könnt euch auf jeden Fall in den kommenden Wochen auf sehr viel neuen Content freuen. Aha, es hat geklappt. Na endlich, es hat geklappt. Nach einer Ewigkeit. Gameplayerin, hörst du mich? Woher kennst du meinen Namen? Du erinnerst dich vielleicht nicht an mich, aber ich erinnere mich ganz gut an dich. Diese plumpen Geräte ermöglichen es mir, mit dir zu sprechen, aber ich fürchte, sie sind nicht ohne Fehlfunktion. Ah, na endlich. Unsere Verbindung scheint stabil zu sein. Sei gegrüßt. Ich bin Jafar, königlicher Visier von Dreamlight Valley. Vor dem Vergessen war ich dein engster und vertrautester Berater. Okay. Ja, ich traue ihm kein bisschen. Wir werden also beste Freunde, frage ich auch mal nicht. Ich höre zu. Was ist los? Ich wende mich jetzt mit einer ernsten Warnung an dich. Alles in Raum und Zeit ist in Gefahr. Könntest du das näher ausführen? Hör mir gut zu, dann sage ich dir, wie du die Welt wieder in Ordnung bringen kannst. Während des Vergessens begab ich mich auf eine Reise und entdeckte ein Land jenseits der Gewässer des Dreamlight Valley. Ein Land namens Insel der Ewigkeit. Ein Ort voller uralter Relikte, die dem Anwender die Kontrolle geben. Aber dann ging alles schief. Die Insel der Ewigkeit ging in der Zeit verloren und ich war dort gefangen. Aber jetzt habe ich endlich einen Weg gefunden, mit dir zu kommunizieren. Wenn wir das Dreamlight Valley noch retten wollen, musst du dich auf die Insel der Ewigkeit begeben und mich befreien. Genau, erzählen wir mal mehr über die Relikte. Ach so, ja, genau, die können wir hintereinander stellen, ne? Wie hast du die Insel der Ewigkeit entdeckt? Es war Schicksal oder vielleicht ein zufälliger Unfall. Während des Vergessens begann ich, meine wohlverdiente Rolle als Sultan von Dreamlight Valley zu übernehmen. Alles, was ich wollte, war natürlich, die Ordnung wiederherzustellen. Das bezweifle ich irgendwie. Ikit, du klingst genau wie die Straßenratte Aladdin und der unfähige Genie. Sie weigerten sich, mir zu vertrauen, obwohl ich eindeutig der rechtsmäßige Herrscher war. Sie warfen mich hinaus, verbannten mich. Aber wie der Zufall so will, fand ich mich auf der Insel der Ewigkeit wieder. Eine Insel voller alter Schätze und mächtiger Relikten. Diese uralten Relikte, die Zeit kontrollieren. Erzähl mir mehr. Es scheint, dass die Insel der Ewigkeit einst die Heimat einer alten Zivilisation war. Sie erforschten die Geheimnisse von Raum und Zeit und füllten die Insel mit Schätzen und Wundern. Du wirst zweifellos einige von ihnen auf deinen Reisen über die Insel finden. Die Fähigkeit, Zeit und Raum zu kontrollieren. Ich wäre unaufhaltsam. Naja, man sollte nie damit spielen, sagen wir es mal so. Das klingt nach einer großen Verantwortung, genau. Ja, nur jemand, der unendliche Weisheit besitzt, kann damit umgehen. Jemand wie... Oh, ein königlicher Visier zum vielleicht. Ich bin bereit. Wie komme ich zur Insel der Ewigkeit? Ich werde dir ein Transportmittel schicken. Wo werde ich dieses Transportmittel finden? Es gibt einen Hafen, der viele Welten versteckt. Dort findest du das uralte Boot. Besuche den Zauberer Merlin. Er müsste sich inzwischen erinnern. Der alte Narr war schon immer schlauer, als er schien. Nimm das uralte Boot und reise zur Insel der Ewigkeit. Wenn du die Insel erreicht hast, suche nach einem weiteren mysteriösen Gerät wie diesen. Sie erlauben uns zu kommunizieren. Okay.
Also, wir müssen so einen Steinaltar, sag ich jetzt mal, finden. Okay, jetzt muss ich nur mal eben gucken. Da waren nämlich noch andere Sachen. Freundschaftsaufgaben, Talbesuche. Ach, wir waren mit Vanellope noch nicht durch. Oh, das ist jetzt natürlich blöd. Da musste irgendeine Herausforderung vorliegen. Da musste irgendwas vorliegen, dass wir es weitermachen konnten. Aber das lag nicht vor. Und jetzt anscheinend ist es frei. Keine Ahnung warum. Nächste Aufgabe ist noch gesperrt von Donald. Ursula können wir auch noch nicht machen. Da müssen wir mit Sally weiterkommen. Okay, den haben wir noch gar nicht. Aber der ist ja neu dazugekommen, muss man jetzt dazu sagen. Geheimnis der Insel können wir natürlich erst machen, wenn wir da mit ihm sind. Ja, dann würde ich aber trotzdem sagen, dass wir jetzt erstmal, weil wir jetzt damit ja gezwungenermaßen angefangen haben, dass wir jetzt erstmal mit dieser Story hier weitermachen. Mein Gott, ich Hier war zu so sein lange ist nicht mehr hier fast so gut drin. wie spielen. Ich freue mich schon darauf, dass ich endlich wieder neue Sachen hier machen kann. Ich wollte schon sagen, er lädt jetzt ja so lange. Danke, dass du Dreamlight Valley Rift in Time gekauft hast. Stelle sicher, dass dein Geschenk unten einforderst und viel Spaß damit hast. So, dieses DLC, was ja eigentlich kostenlos kommen sollte, was anscheinend alle wieder vergessen haben bei Disney, die ja jetzt in Zukunft anscheinend alles ja, zum Bezahlen machen wollten. Aber gut, ich sag mal, jetzt war es über 10 € günstiger, wo ich es mir holen konnte. Da habe ich beide Augen zugedrückt und habe es mir dann geholt, damit ich dann mehr Content wieder dazu machen kann. Du bist ein Trost für meine Also, Augen. wir erhalten das Traumschloss. Das ist Merlins Aufgabe, den Dingen einen Sinn geben. Dagoberts Ducks Aufgabe. Angelexpedition mit Goofy und große Wiedereröffnung ebenfalls mit Dagobert Duck. Ja, mehr nicht, oder was? Haben wir jetzt nur vier neue Stories? Das hört sich nach gar nichts an. Naja, wir werden sehen, was jetzt noch kommt. Okay, die Belohnung sollen wir auf jeden Fall einfordern. Was ich nicht kann, weil. Ach so. Weil ich noch runterscrollen musste. Okay. Ich dachte immer, es wäre ein Doppelklick gewesen. Okay, kein Thema. Belohnung und Angebote sind wahrscheinlich. Oh nein. Community-Herausforderungsbelohnungen habe ich noch nicht eingefordert. Dann haben wir noch andere Sachen, die hier drin sind. Ne, die sind aber alle eingefordert. Okay, die sind alle Wow, sehr gut. das Dann war brauche ein ich mich da toller jetzt Tag. nicht mit zu beschäftigen. So, Merlin. Große Frage, wo ist Merlin? Ist aber. Was ist denn das hier jetzt? Dreamlight Valley Bewohner? Merlin? Der ist hier. Aber wenn ich da drauf drücke, tut sich gar nichts. Hä? Ist das nur, welche ich freigeschaltet habe, dass ich das sehen kann? Also keine Ahnung, wenn ihr wisst, was dieses Buch hier bedeutet, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin da jetzt gerade ein bisschen überfordert von, weil ich absolut keine Ahnung habe, was das jetzt hier soll. So, ach ja, sprinten konnten wir ja nicht in dem Spiel. Das erste Spiel, wo wir nicht sprinten konnten. Das Sitz heißt, mal wir konnten Kuckuckuchen sprinten. und Ja, Kaffee. hi. Aber nur. Ist das neu hier? Ich glaube, das gehört zur Aufgabe. Ich bin mir nicht sicher. Aber nur, wenn wir voll aufgeladen waren. Und das bin ich ja quasi nie. Da bist du ja. Gameplayerin, du kommst genau zum richtigen Zeitpunkt. Mir ist gerade etwas sehr Wichtiges eingefallen. Es gibt einen versteckten Ort im Dreamlight Valley, von dem aus du die entlegensten Winkel dieser Welt reisen kannst. Wohin könnte ich reisen? Ich bin sicher, dass du mit der Zeit unzählige Orte kennenlernen wirst, die du erkunden kannst. Was wir suchen, So ist im warm. Traumschloss. Triff mich dort, wann immer du bereit bist, deine Reise zu beginnen. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Ich wollte gerade sagen, war das jetzt eigentlich das, was wir machen wollten? Aber doch, es wurde jetzt oben im Prinzip abgehakt. Achso, wir können ja auch reisen, ne? Zum Traumschloss. Hehehe. Ach nein, da können wir nur in die Reiche. Ja, okay, ich hab's vergessen. Ich dachte, zu den einzelnen Positionen selber könnten wir auch reisen. Ja, es fängt schon wieder gut an. Ich bleib schon wieder an jedem Zeugs, was hier steht, hängen. Hallo? Wieso habe ich Ich habe jetzt schon meine wieder eine Patrouille Nachricht? Nein, beendet. nicht du, Alles ruhig hallo. in diesem Mein Quadrat. Briefkasten, hallo. Ich habe eine neue Nachricht, okay.
Der liebenswerte Monster-Sternenpfad hat begonnen. Was interessiert mich das? Weil Sternenpfade interessieren mich nicht. Das Spiel sollte komplett kostenlos sein. Dementsprechend werde ich da so wenig Geld wie möglich reinballern. Das einzige Geld, was ich mir noch so halbwegs ja, genehmige, sage ich jetzt mal, aber auch nur im Angebot, also nicht zu den total überteuerten Preisen, das sind die DLCs. Okay, da ist ein Pfeil mit einem Boot. Und er will aber hier durch. Okay. Oh, oh, hallo. Jenseits dieses Tores wirst du Orte entdecken, die alles verändern, was du über das Dreamlight Valley weißt. Oh, wo habe ich den Schlüssel hingelegt? Hast du in deinen Taschen geschaut? Richtig, richtig. Das könnte einige Zeit dauern. Ich habe viele Taschen und unzählige Dinge in jeder von ihnen. Ha! Ich hab ihn. Er war in einer winzigen Tasche in der Nähe meines Ellenbogens eingenäht. Ich hoffe, es ist der richtige. Achso, jetzt ist hier rechts was, ne? Heureka, es hat geklappt. Also, worauf wartest du noch? Tritt durch das Tor und finde heraus, was auf der anderen Seite ist. Ich würde es nicht wagen, die Überraschung zu verderben. Okay. Ich hätte es selbst nicht besser hinbekommen. Mhm. So sieht also die Seite des Schlosses aus. Aber sieht schön aus, muss ich sagen. Und hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 verschiedene, ja, ich sag mal Anleger. Ich denke mal, das sollen dann Tore werden oder so. Also entweder können wir bisher da hinten nur das eine nutzen, also mit diesem DLC. Und es kommen noch ganz viele andere DLCs mit der Zeit, die dann hier freigeschaltet werden. Oder wir können jetzt diese 6 Tore in einen DLC öffnen. Das glaube ich aber nicht, weil da jetzt nur stand, dass wir nur 3, glaube ich, neue Story-Aufgaben bekommen. Mal sehen, ich bin auf jeden Fall gespannt. Oh, Hallöchen, du kommst ein bisschen spät, weißt du? Willkommen am Hafen der Welten, Gameplayerin. Von hier aus kannst du die entlegensten Winkel dieser Welt erforschen. Es gibt unzählige Orte im Dreamlight Valley, die du noch nicht besucht hast. Ich muss sagen, ich freue mich auf die Abenteuer und Entdeckungen, die da draußen auf mich warten. Ist es hier sicher? Kann ich immer wieder hierher zurückkommen? Natürlich, Gameplayerin. Im Handumdrehen. Und die Dorfbewohner könnten dich überall besuchen, wo du hingehst. Och. Die können mir folgen? Das hört sich jetzt mal interessant an. Naja, nicht bis zur Unendlichkeit. Bon voyage. Ja, nee, los geht's. Ganz genau. Das ist die richtige Einstellung. Wenn du woanders hingehen willst, nimm einfach eines der Transportmittel, die hier auf dich warten. Ich wage es zu behaupten, dass sich der Hafen der Welten mit unzähligen Schiffen, Fluggeräten und Streitwagen füllen wird, wenn du weitere Orte außerhalb des Dreamlight Valleys entdeckst. Die Möglichkeiten sind endlos. Expeditionen warten auf dich. Und jetzt lauf. Und jetzt lauf. Lauf, mein Kind, lauf. Ja, die Frage ist... Ja, okay, es sind keine Portale, klar. Das sind dann Boote, die da aus diesen Kisten quasi rauskommen. Okay. Also wenn mich nicht alles täuscht, sehen wir das gleiche System wie im normalen Spiel. Dass wir wahrscheinlich da auch die Brunnen wieder freilegen müssen. Sah zumindest gerade so aus. Endlich bist du da. Willkommen auf der Insel der Ewigkeit, Gameplayerin. Du befindest dich im Land der Uralten. Lass dich von der Kulisse nicht täuschen. Hier gibt es unzählige Schätze zu finden. Aber es lauern noch viele Gefahren. Naja, erstaunlich nicht. Es erinnert mich halt wie die Dschungelwelt von Disney Dreamlight. Was kann ich tun, um zu helfen? Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du dich nicht mit leichtsinnigen Höflichkeiten aufhältst. Wir haben keine Zeit zu verlieren.
Deine erste Aufgabe ist es, das uralte Tor zu finden, das tiefer ins Innere der Insel führt. Es ist die nahegelegene Treppe hinauf. Du hast sicher bemerkt, dass der Weg durch diese seltsamen Formationen versperrt ist, die aus dem Boden ragen. Ach so, diese Kristalle. Ja, ja. Sie sind wunderschön, ja. Sie sind super seltsam. Sie sind beides schön und seltsam. Nö, ich finde, die sind einfach nur schön. Ich habe sie Splitter des Schicksals genannt. Sie sind Wunden im Gewebe der Zeit. Aber sie sollten deiner Dreamlight-Magie nichts entgegensetzen können. Richte deine Aufmerksamkeit einfach auf sie und sie werden heilen. Heilen? Genau wie ich die Nachtdornen im Dreamlight Valley entfernt habe. Verstanden. Wenn du dir nicht sicher bist, was du als nächstes tun sollst, kannst du mich an einen dieser Geräte kontaktieren. Neben dem uralten Tor gibt es noch ein weiteres. Mach den Weg frei und sprich dort mit mir. Okay, machen wir erstmal die Aufgabe rein. Die Frage ist jetzt nur, wie soll ich die... Achso, einfach mit E. Okay. Gut. Ich dachte jetzt, wir müssten jetzt irgendwas Besonderes machen. Gießkanne rausholen oder was weiß ich was. Aber anscheinend nicht. Wo ist das letzte? Da. Sehr schön. Was haben wir denn da? Was haben wir denn da? Weißer Bambuszaun. Okay, der sieht cool aus. Oh, und ich hatte mal mein Inventar aufgeräumt. Ich habe schon gerade Panik gehabt, dass ich das vergessen hatte beim letzten Mal. Nein, ich bleibe hier wieder überall hängen. Was haben wir denn hier? Das ist zum Kochen, denke ich mal. Ja, okay. Ich denke mal, dass wir natürlich auch wieder neue Rezepte und alles kriegen werden. Da steht es übrigens auch gerade, sehe ich, oben, dass die Kristalle mit E weggemacht werden. Mich auch mal interessieren würde, sind diese Dinger hier. Kann man mit denen irgendwas machen? Gießen oder so vielleicht? Nee. Wegschaufeln? Auch nicht. Das war die Angel. Ja, ich denke mal, da können wir jetzt noch nichts mitmachen, sondern wahrscheinlich dann erst... Wahrscheinlich dann erst später. Die Frage ist jetzt, müssen wir die jetzt alle hier... Beseitige die Kristalle... Steht jetzt nicht unbedingt, oder heißt jetzt nicht unbedingt, dass wir die jetzt alle wegmachen müssen. Er hat nur gesagt, dass wir den Weg frei machen sollen. Ich denke mal, dass wir auch... Ich sehe schon wieder nichts hier. Wo habe ich jetzt meine Spitzhacke? Ich denke mal... Ja, ja, ja. Können wir nicht. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder Upgrades für. Was haben wir denn hier? Ach, das scheint mir so ein Stand von Goofy gewesen zu sein. Das ist auf jeden Fall ein Stand von Goofy. Da ist es sogar noch drauf. Ich muss mich hier mal ein bisschen umsehen, weil es ist ja eine komplett neue Gegend. Ach, das... Ach so. Das meinten die damit, dass man, dass die einen folgen. Nicht im Sinne von, dass die einen folgen. Ich würde jetzt gerne mal wissen, was hier unten runter ist. Was ist denn das? Okay, was haben wir da jetzt gerade bekommen? Linke Hälfte der Kugel. Uralte Kugel trägt die Spuren einer Art Verbrennung mit hoher Energie. Aha, das ist wohl eine neue Aufgabe. Cool. Also stand zumindest so ein Zeichen für eine Aufgabe drin. Da können wir auf jeden Fall noch nicht rein, weil die können wir noch nicht wegmachen. Da ist der Steg zur anderen Seite. Den können, oh, hier ist noch was. Moment, was haben wir hier? Ist das eine Erinnerung? Ein Puzzleteil. Also, ja, so gesehen eine Erinnerung. Die Sanduhr scheint mit der Zeit herumzuspielen. Ich habe etwas Seltsames gesehen, als ich sie benutzt habe. Okay. Dreamlight Valley, 45%? Hallo, was ist denn da alles dazugekommen? Ach du Schande. Okay. Also eins kann ich euch... Ja, wir kommen nicht rüber, weil wir das noch nicht freimachen können. Schade, weil da hinten ist ein... Ja, ein Roboterhaus oder sowas. Keine Ahnung. Ach, Schweinchen, ich habe schon fast vergessen. Du bist ja auch hier. Es ist schon cool. Ich denke mal, er ist irgendwo oben, ne? Er hatte nur gesagt, ich soll einen Weg freimachen zu ihm. Hier ist ein Brunnen.
den ich nicht benutzen kann. Kann ich den nicht benutzen, weil ich die andere nur frei machen muss? Oder muss der auch frei gemacht werden? Ich finde, der sieht so frei aus. Das dürfte dann mein Häuschen sein, nehme ich mal an. Das ist dann eine Werkbank, wo die normalen Sachen drin sind, so wie es aussieht. Da ist jetzt nichts dazu gekommen. Das ist. Aber warum sieht mein Haus hier wie dieses Standardhaus aus? Wieso haben die nicht direkt dann auch mein Haus übernommen, also meine Optik übernommen? Vielleicht kann man das ja auch noch ändern, ich weiß es nicht. Jetzt, ach, hier ist nochmal so ein... Ja, hier sollten wir, glaube ich, hin. Yves und ich haben diese seltsame Sanduhr entdeckt. Der Sand darin schimmert. Okay. So, das heißt, wir müssen jetzt quasi den Weg freimachen zu diesen Geräten. Mach mal hier vorne die Kristalle weg. Wobei, ich meine, eben ist auch was reingekommen, dass es eine Aufgabe war, die wegzumachen. Können wir die hier hinten eigentlich auch noch wegmachen? Da oben geht es auch noch mal hoch. Oh, was ist denn das da? Okay. Ach, die Äffchen können wir bestimmt auch zähmen. Oh, ich bin gerade ein bisschen erschlagen. Alles so viele neue Sachen hier. Ah, Gameplayerin, da bist du ja. Gut. Wie du sehen kannst, ist das uralte Tor geschlossen. Früher gab es hier eine Sphäre, die das Tor mit Energie versorgte und es so öffnen konnte. Sie sah genauso aus wie die anderen blauen Kugeln um das Tor herum. Aber leider ist sie zerbrochen und die Stücke sind in alle Winde verstreut. Und das alles dank dieser fliegenden, zwitschernden Metallplage. Hä? Fliegende, zwitschernde Metallplage. Also, ich würde jetzt spontan sagen, irgendwie Bolli oder sowas, aber die fliegen ja nicht. Metallplage? Das ist eine Geschichte für ein anderes Mal. Die Teile der uralten Sphäre müssen sich in der Nähe befinden. Durchsuche das Land der Uralten nach den Teilen. Hier findest du eine Werkstatt, an der du sie reparieren kannst. Platziere dann die uralte Sphäre im Tor, um es zu öffnen. Wenn ich schon mal auf der Suche bin, sollte ich mich hier umsehen und anfangen, es mir gemütlich zu machen. Es sieht so aus, als hätte Herr Duck einmal versucht, hier einen Laden zu eröffnen. Und ist das einer von Goofys Ständen? Nee, es waren, glaube ich, sogar zwei. Ich muss mir das alles mal ansehen. Hab ich doch gerade. Sieht so aus, als würden schon andere Dorfbewohner zu Besuch kommen. Was? Spiel mit den Münzen. Aufgabe gestartet. Was, wie? Beziehungsweise, nee, neue Aufgabe, nicht Aufgabe gestartet. Oh, hier hinten ist auch dieses komische Ding. Wir haben einen Busch mit Erdbeeren. Ich wollte gerade meinen Kaffee hochheben. Hilfe, aber ich muss jetzt mal eben den Busch hier... Wir haben Erdbeeren hier, cool. Aber was machen wir jetzt hier mit? Ah, okay. Nein, ich habe keinen Kaffee getrunken. Ich habe nur nachgedacht. Nein. 6000, aber die dürfen wir jetzt nur hier verdienen. Du bist hier. Schön, denn uns bleibt nicht viel Zeit. Diese Zeitrisse sind ziemlich merkwürdig. Es scheinen Orte zu sein, an denen das Raum-Zeit-Kontinuum beschädigt ist. Es ist eine Art Riss im Gefüge von Raum und Zeit, der uns daran hindert, mehr von der Insel der Ewigkeit zu erkunden. Wie bringen wir das in Ordnung? Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, das zu beheben, aber ich fürchte, das muss ich noch weiter erforscht werden. Danke, sehr freundlich. Also mit noch weiter erforscht werden, nehme ich mal an, dass er meint, dass wir... Worunter waren das immer? Dreamlight? Insel der Ewigkeit? Ja, ja, ja. Oh Gott, dann fangen wir ja ernsthaft komplett von Null an. Oh. Abbauen können wir im Moment noch nichts. Ich weiß so gar nicht, wie ich da jetzt wirklich starten soll, wenn ich ehrlich bin. Weil klar, wir müssen neue Gebiete erkunden. Ich denke mal, dann wird einer sagen, hier, damit du das neue Gebiet erkunden kannst, bekommst du von mir irgendeinen Zauber auf der Spitzhacke drauf, sage ich jetzt mal. Aber wir müssen so viel, wir müssen über 6000 fürs nächste Gebiet holen. Ich meine, Dreamlight... Ja, Dreamlight ist jetzt nicht so schwierig gewesen. Da haben wir ja dann doch recht schnell viel bekommen. Kaufe Samen im wilden Dschungel. Ja, das können wir natürlich alles erst machen, wenn wir das dann freigeschaltet haben. Ernte Mandeln, das wird wahrscheinlich auch viel später erst kommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Also wir werden wohl doch einige Zeit hier verbringen.
Oh, wie gesagt, also entschuldigt bitte meine Stimme, aber ich werde auch für heute erstmal nur eine Folge aufnehmen und dann morgen die nächste Folge für morgen aufnehmen. Weil, ach da, Miki, Hallöchen. Weil im Moment ist es ganz schlimm mit meinem Hals. Aber ich wollte es euch natürlich nicht vorenthalten, dass wir endlich mal anfangen können. Vor allen Dingen auch gerade natürlich deswegen, also nicht nur, weil ich mich da auch sehr drauf gefreut habe, sondern weil es jetzt endlich im Angebot war. Leider ist es gestern abgelaufen. Ich wollte eigentlich vorher schon die Folgen aufnehmen, damit ihr euch das dann auch holen könnt, wenn ihr das Ganze im Angebot holen wolltet. Nein, du sollst das nur ausbuddeln. Hallo. Du sollst das nur ausbuddeln. Mädel. Die andere hast du doch schon... ich wollte schon sagen. Die andere hat sie doch schon ausgebuddelt. Wieso die nicht? Brauchen wir nur zwei oder brauchen wir mehr? Das ist jetzt die Frage. Ach nee. Moment. Repariere die alte Kugel an einer Werkbank. Sehr schön. Dachte ich mir schon, weil das ja so... Stand doch, glaube ich, die erste Hälfte der Kugel oder sowas. So. Okay. Ja. Irgendwas war da gerade am Zuppeln. Eine Pflanze, die wir... die wir ernten können, theoretisch. Aber jetzt noch nicht ernten können. Schade. Es ist wirklich schade. So, interagieren. Einmal die Kugel rein. Muss ich die jetzt untersuchen? Oder kann ich... okay. Ich kann da direkt durchgehen. Dann würde ich allerdings sagen, bevor wir durch das Tor durchgehen, muss ich erstmal die ganzen neuen Eindrücke ein bisschen sacken lassen. Da ist jetzt wirklich unheimlich viel auf mich zugekommen. Das sieht so ein bisschen aus wie der Dschungel von Dreamlight Valley, finde ich, so von der Optik her. Also so auf den ersten Blick zumindest. Ich habe schon sehr viele negative Kommentare zu dem DLC gehört. Ich wollte es, nicht gehört, gelesen. Ich wollte es mir aber trotzdem nicht nehmen lassen, es mir zu holen, weil Disney an sich sollte man aktuell zwar eher nicht unterstützen, aber ich bin ganz ehrlich, das Spiel finde ich wirklich unheimlich klasse und ich habe mich auch sehr, sehr darauf gefreut, dass es hier endlich mal weitergeht. Also ich habe es euch ja schon gesagt, sollten weitere DLCs kommen, ich werde sie auf jeden Fall aufnehmen. Nur ich warte definitiv bei jedem einzelnen DLC, bis es im Angebot ist, weil ich sehe es nicht ein, mehr Geld für ein DLC zu bezahlen, als ich überhaupt fürs Hauptspiel bezahlt habe damals. Und ja, dafür vor allen Dingen natürlich dann auch noch, dass sie groß gesagt haben, dass das Spiel kostenlos sein soll oder werden soll insgesamt, dann doch zurückgerudert sind, weil sie halt kein Geld haben, weil sie mit den Filmen ja nur einen Flop nach den anderen bringen aktuell. Dann möchte ich aber ehrlich gesagt auch nichts unterstützen, was in die Richtung geht, weil es doch irgendwo eine Verarsche ist. Sorry, aber es ist so. Wenn man sagt, man bringt sein Spiel kostenlos raus, beziehungsweise die ganzen Erweiterungen kostenlos raus und man macht es nicht, ist es für mich eine Verarsche. Eigentlich unterstütze ich sowas nicht. In diesem Fall habe ich tatsächlich meine Ausnahme gemacht, weil mir das Spiel wirklich sehr, sehr gut gefällt. Ich habe kein Problem damit, DLCs zu bezahlen, sofern das direkt feststeht, dass man die bezahlt oder halt nicht anders gesagt wurde, sagen wir es mal so. Ja, wie gesagt, euch zuliebe und natürlich auch mir zuliebe, weil ich gerne hier weitermachen wollte, habe ich mich dann aber doch dazu entschieden, die DLCs zu kaufen, die in Zukunft kommen, aber wirklich nur, wenn sie dann auch im Angebot sind. Und ich meine jetzt nicht 2 Euro im Angebot, sondern wirklich so im Angebot, dass ich sage, okay, ich bezahle dafür weniger, als ich damals fürs Hauptspiel bezahlt habe. Weil diese Ideologie von wegen, dass die Zusätze teurer sein müssen als das Spiel selber, die werde ich definitiv nicht unterstützen, egal von welchen Anbietern, nicht nur auf Disney natürlich bezogen. Ja, ich bedanke mich auf jeden Fall erstmal fürs Zuschauen. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die neue Umgebung so findet, ob ihr euch darauf freut, was alles noch so kommt. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, wenn ihr das Ganze selber schon gekauft habt und gespielt habt. Ich wollte zwar eigentlich erst die kostenlosen Sachen machen, aber da wir jetzt so da reingeworfen worden sind, würde ich sagen, dass wir jetzt hier mit der Story erstmal einfach weitermachen. Im Prinzip für das, was ich hochlade, ist es egal. Es ist ein bisschen blöd, dass wir jetzt die eine Story mit der, wie hieß sie nochmal hier, aus, Vanellope, genau. Dass wir jetzt nicht mit ihr weitermachen, obwohl irgendeine Voraussetzung anscheinend jetzt freigeschaltet worden ist. Vielleicht war die Voraussetzung, das DLC zu besitzen oder so, ich habe keine Ahnung. Aber ich freue mich sehr, sehr auf den neuen Bereich und ich würde den gerne selber erkunden.
Ich würde auch gerne gucken, was an den vielen negativen Kommentaren auf Steam dran ist, dass es nicht so viel ist, dass es immer das Gleiche ist. Und ja, ich bin wirklich gespannt. Aber ich freue mich sehr drauf und es wird auf jeden Fall jetzt wieder regelmäßig neue Folgen geben. Jetzt übers Wochenende könnte das ein bisschen weniger werden, weil wir da nicht so viel zu Hause sind und ich nicht so viel aufnehmen kann. Aber ab nächste Woche werdet ihr auf jeden Fall regelmäßig, wenn nicht sogar täglich, wieder neue Folgen von Disney sehen. Ich sag mal einfach, bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.